Die VSG Altlinicke und Trainer Carsten Heine unter der Woche, Spielverderber im Aufstiegsrennen. Sie gewannen 3:1 bei Lok Leipzig. Heute ging es gegen Meusewitz und Coach David Bergner. Er musste auf einen seiner wichtigsten verzichten, auf René Eckert, nach dem Kopfzusammenprall beim Pokalerfolg in Erfurt. Noch nicht einsatzbereit, er musste über dem linken Auge genäht werden. Ja, komische Stelle, genau unter dem Knochen, aber wird. Es wird auch ohne Ecki Meusewitz in Rot beflügelt durch den Einzug ins Pokalfinale. Sie gewannen 3:0 bei Rot-Weiß Erfurt im Halbfinale und stehen jetzt im Endspiel gegen Carl Zeiss Jena. Das ist die erste Möglichkeit durch Benjamin Förster. Er rutschte in die Startelf, auch weil Eckert fehlte, kann den Ball nicht vorbeispitzeln an Bethke, weil Zeiger auch noch im letzten Moment dazwischen ist. Meusewitz das bessere Team, keins der letzten vier Spiele gewonnen, 2 Siege. Yildirim direkt vor die Füße von Amar Kadric. Er zog die Fäden im zentralen Mittelfeld mit Stenzel und mit Kulke. Hier fehlte nicht viel, einer zum Abheben für VSG-Keeper Bethke. Auch Altlinicke zog am letzten Sonntag ins Pokalfinale in Berlin ein nach einem deutlichen 4:1-Sieg gegen den BAK. Tugay Usan, der erste ernsthafte Offensivauftritt der VSG in Meusewitz. Derflinger mit dem Abschluss, Altlinicke ja mit 10 Toren in den letzten 3 Spielen. Hier stockte der Motor offensiv noch ein wenig. Zeiger köpft ab 36. Minute und dann war Förster völlig frei vor Bethke. Benjamin Förster, es ist noch nicht seine Saison, erst 2 Tore, den muss man machen, so frei. Aber Bethke auch stark, danach gab es noch ein paar Worte Richtung Linienrichter. Kurz vor der Pause nochmal die VSG Altlinicke, Häusler, Yildirim. Schön durchgelassen auf Derflinger, der VSG-Spielmacher, Flanke. Nicht gut, aber es wird noch was. Liebelt robust gegen Miatke und Usan. Tugay Usan hat die Führung auf dem Fuß, aber sie hätte nicht zählen dürfen. Liebelt springt Miatke ins Kreuz und dann rettet Müller noch entscheidend. Er hatte den Fuß dazwischen. 0:0 zur Pause. 2. Durchgang. McMordy Hüter umzingelt von 3 Meusewitzern mit dem Ballverlust. Und dann hatte Stenzel Platz. Der Konter für Meusewitz. Viele Optionen. Stenzel braucht zu lang, bringt dann Hansch in die Show, der nochmal mit dem Haken und dem Abschluss. Und wieder Leon Bethke. Tückischer Ball, weil noch abgefälscht, ganz leicht von Berg-Inala. Dann tippt der Ball kurz vor Bethke, aber der wischt den Ball vorbei am Tor und entschärft so die Situation. Weiter Meusewitz, sie kamen wieder gut aus der Kabine. Förster auf Kadric. Und dann Ben Luka Moritz traf beim letzten Sieg beim 1:0 beim BAK. Damals mit dem Fuß. Hier macht er nicht viel falsch mit dem Kopf gegen die Laufrichtung von Bethke. Aber er setzt ihn knapp neben das Tor. Spiel plätscherte danach so ein wenig dahin, verlor an Dynamik bis zur 85. Minute. Dann spielte es Altlinicke schnell und direkt. Und Berg-Inala traf zum 1:0. Sein 4. Saisontor. Es ist erst seine 3. Regionalliga-Saison. 21 Jahre ist er jung. Der Innenpfosten hilft Berg-Inala und Altlinicke. Pech für den ZFC. Hamrul im Tor ohne Chance. Und Altlinicke wollte mehr. Es entstanden natürlich Räume. Liebelt mit dem Ballgewinn gegen Miatke. Dann hatte er das Auge für Tugay Usan. Der Pfosten verhindert das 2:0 für die Berliner. Das Ganze nur 1 Minute nach dem 1:0. Und eine weitere Minute später wieder Altlinicke. Die wollten den Deckel drauf machen. Die Manske-Brüder im Zusammenspiel. Und Hamrul dazwischen. Beide Altlinicke eingewechselt. Johannes Manske auf Paul Manske. Er verpasste die Entscheidung, aber es war letztlich egal. Es reichte zum Sieg. Altlinicke schlägt Meusewitz. Glanzlos 1:0.
Beste Chance hatten wir erste Halbzeit durch Benjamin Förster, die wir machen müssen. Zweite Halbzeit war es jetzt nicht anders. Wir haben durch Ben Luca Moritz auch eine hundertprozentige Chance und die musst du halt gegen so eine Mannschaften wie Altlenike, wo du nicht so viele Möglichkeiten bekommst, musst du die auch einfach mal nutzen. Und dass Altlenike natürlich auch eine Qualität hat, solche Spiele, wo sie vielleicht jetzt nicht so dominant gespielt haben, auch zu gewinnen, das hat man in 10 Minuten vor Schluss auch gesehen. Eigentlich muss man sagen, was heißt eigentlich, war es ein 0-0-Spiel. Wir hatten vielleicht 2-3 Möglichkeiten, die hatte Meuselwitz auch. Aber wir haben dann in der zweiten Halbzeit ansatzweise besser kombiniert, hatten auch ein paar verheißungsvolle Aktionen. Aber insgesamt war es wirklich ein Arbeitssieg. Ein breites Grinsen bei Berg-Inala. Altlenike gewinnt das vierte Spiel in Folge in der Regionalliga Nordost.